So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute wird auch nicht viel drum umgeredet. Wir gehen direkt rein. Es ist nämlich vieles drin. Also, erstmal das Stillschweigen-Paket. Den Skin habe ich schon mit dem passenden, mit der Tarnung schon. Mir fehlen quasi nur noch die Klingen. Die Klingen würde ich quasi jetzt für 100 V-Bucks bekommen, statt für 500. Passt natürlich. Also, der Skin ist wirklich empfehlenswert. Er ist wirklich auch spielbar. Dann haben wir des Weiteren noch ein Emote, aber ihr wisst ja, Copyright. Ich werde das Ganze natürlich trotzdem für euch hochladen, einfach auf dem Kanal nachgucken. So, dann haben wir nochmal Rolly drin. Dann ist Kunia drin, Kenji, der Falke, die Clown dazu, der Schnellschlag und der Cobra-Skin ist auch wieder zurück. Dann natürlich Knochenfänge, gehört ja passend zum Skin dazu. Neongift, die Tarnung, die habe ich lange gespielt. Dann haben wir das Emote schon. So, dann haben wir Shotcaller wieder drin. Shotcaller. Das ist auch ein nicer Skin, hat irgendwie was. Dann ist Armadillo wieder drin. Dann neues Emote, Seestock. Dann die Bürofahrt. Los, los, los. Klappt die 14. Und halt, wie gesagt, der Skin. Dann haben wir natürlich die ganzen Freaky Frühling Geschichten immer noch drin. Dann hier noch weitere Ostersgeschichten. Ich sage, jetzt ist Ostern rum. Ich würde sagen, jetzt wird es doch Zeit, dass hier gerade wieder rausgeholt wird. Dann haben wir natürlich noch das Sonnensoldatenpaket weiterhin drin. Dann Sturmlichtpaket immer noch drin, letzter Lacherpaket drin und das Lava-Legenden-Paket wird wahrscheinlich auch noch drin sein. Das Problem ist, ich sehe das ja nicht, weil ich es schon habe. So, das war es eigentlich schon mit dem Shop und nicht wundern, dass ich heute ein bisschen schneller bin, aber ich bin verdammt spät dran. Denn in Rette die Welt ist auch nichts, also heute auch keine V-Bucks in Rette die Welt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euch viel Spaß beim Shoppen und denkt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und in dem Sinne, haut rein.